Trotz massiv gestiegener Umsätze, Netflix erhöht weiter die Preise. Das sind die Top-News des Tages. Bayer Leverkusen ist zum ersten Mal deutscher Meister. Mit 79 Punkten in der deutschen Bundesliga-Tabelle kann kein anderer Club mehr aufholen. Leverkusen verlor diese Saison bisher kein einziges Spiel. Gegen Bremen gewann der Club 5:0. In der Wiener City werden jetzt Maßnahmen gegen Raser ergriffen. Anstatt Blitzer aufzustellen, setzt man im ersten Bezirk auf digitale Geschwindigkeitsanzeigen mit Smiley. Die Tafeln sollen regelmäßig ihren Standort wechseln und dienen auch dazu, statistische Daten zu sammeln für allfällige weitere Maßnahmen. Netflix hat in Deutschland für Neukunden die Preise erhöht. Erfahrungsgemäß sollten auch Bestandskunden bald draufzahlen müssen. Konkret wurde beim Standard-Abo der Preis von 12,99 Euro auf 13,99 Euro und beim Premium-Abo von 17,99 Euro auf 19,99 Euro im Monat erhöht. Ein Basis-Abo gibt es nicht mehr, dafür ein Standard-Abo mit Werbung für 4,99 Euro. Diese Erhöhung kommt fix, obwohl der Streaming-Konzert hervorragend verdient und mit einer Umsatzsteigerung fürs erste Quartal 2024 rechnet. Mehr dazu findest du im Artikel über den Link in der Bio und auf heute.at.